Ich habe heute meine Augenbrauenroutine für euch. Ihr fragt euch wahrscheinlich, ja, man sieht meine Augenbrauen gar nicht. Ja, stimmt, weil ich habe ja immer einen Pony. Aber ich zeige euch zwei Varianten, wie ich sie trage, wenn ich meinen Pony eben so habe wie jetzt. Aber ich habe auch eine Variante, die ist ein bisschen kräftiger, wenn ich meinen Pony mal zur Seite oder nach hinten habe. Und ich hoffe, vielleicht sind ein paar Tipps für euch dabei, die ihr ausprobieren könnt. Und viel Spaß mit dem Video. Als erstes zeige ich euch mal, wie ich meine Augenbrauen zupfe. Das mache ich mit so einer ganz normalen Pinzette. Die ist hier vorne abgeschrägt. Die Marke ist The Vintage Cosmetic Company. Aber ich weiß nicht, ich denke nicht, dass die jetzt so mega besser ist als andere. Also ich glaube, die ist eigentlich gleich wie die von Primark oder so. Ich bin schon ziemlich gut gewöhnt an das Augenbrauenzupfen. Deswegen halte ich wieder meine Haut irgendwie so auseinander. Da kann man eben so auseinanderziehen. Dann tut es nicht mehr ganz so weh beim Zupfen. Wenn es euch auch sehr weh tut, kann ich euch den Tipp geben, legt doch einen Löffel ins Gefrierfach und bevor ihr zupft, haltet ihr den drauf, dann kühlt das Ganze die Haut und betäubt es quasi ein bisschen. Also ihr seid ja nicht mehr so schmerzempfindlich. Ich bin da schon ziemlich gut dran gewöhnt und das wird bei euch auch kommen, wenn ihr dann mal länger eure Augenbrauen zupft, falls es eben noch nicht so lange macht. Aber ich muss sagen, meine Augen fangen auch immer mal wieder zu Tränen an und dann kämme ich meine Augenbrauen auch ein bisschen durch immer oder die Haare, die ich eben ausgezupft habe, bürste ich damit weg mit so einem Ding. Das kennt ihr bestimmt. Das hat hier eben so eine Borsten und auf der anderen Seite ist so ein Kamm noch. Dann kommt eigentlich mein allerliebstes Augenbrauenprodukt und das ist das hier von Catrice. Das heißt Eyebrow Filler. Das ist so ein gefärbtes Augenbrauengel. Das hat eben so, sieht ein bisschen aus wie eine Mascara eigentlich, ist aber für die Augenbrauen. Und das finde ich sehr, sehr praktisch. Damit bekommt man die Augenbrauen in Form. Sie halten den Tag über und sie werden ein bisschen gefärbt. Damit gehe ich quasi einfach nur durch die Augenbrauen durch. Sowas gibt es auch von Catrice. Das sieht so aus. Habe ich mir auch mal gekauft, weil ich irgendwie dachte, das ist vielleicht besser. Weil ich zeige euch mal, das Bürstchen hier ist viel, viel kleiner. Viel, viel kleiner. Aber ich kann es nicht genau beurteilen, weil irgendwie finde ich, die Farbe ist mir zu dunkel. Deswegen verwende ich das eher kaum und bin ein großer Fan von dem hier. Probiert das mal aus. Wenn ich jetzt meinen Pony so wie jetzt trage, dann ist wirklich das eigentlich das einzige sichtbare Produkt, was ich verwende für meine Augenbrauen. Weil, das seid ihr auch ein bisschen mit dran schuld. Ihr habt mir immer gesagt, ich sehe aus, als hätte ich eine Monobraue, wenn ich meine Augenbrauen unter dem Pony zu krass schminke. Und das stimmt total. Ist mir vorher nie aufgefallen. Ja, sieht nicht so gut aus. Deshalb kommen wir jetzt zur zweiten Augenbrauenroutine. Wenn ich meinen Pony eben offen trage, dann kommt immer noch dieser Stift zum Einsatz. Ein Augenbrauenstift, der ist auch von Catrice. Und das ist die dunklere Farbe, wenn ich mich recht erinnere. Ich habe es leider schon abgespitzt. Damit versuche ich, kleine Härchen zu imitieren. Also ich nehme den so und ziehe den so ganz leicht über die Augenbrauen, vor allem vorne. Und mache damit kleine Striche, die quasi Augenbrauenhaare imitieren. Ich gehe auch hinten entlang noch, ziehe die Augenbrauen ein bisschen länger. Ich finde meine irgendwie kurz am Ende. Und da werde ich auch ein bisschen dunkler. Das finde ich ganz schön. Und dann bringe ich damit auch noch diesen Bogen hier oben, den ich eben habe, den höchsten Punkt der Augenbraue, ein bisschen nach und bringe den hervor. Ja, das finde ich auch sehr schön. Betont dann immer ganz schön die Augen und so. Und ich finde, das sieht dann überhaupt nicht künstlich oder so aus. Ich bin nämlich kein Fan mehr davon, meine Augenbrauen wirklich anzumalen. Ich mag es lieber natürlich. Und dann gehe ich noch mit so einem Pinsel, so ein kleiner Pinsel, der so ein bisschen längere Haare hat, gehe ich nochmal über die ganze Augenbraue, damit ich das ein bisschen verblende, falls ich irgendwo gepatzt habe oder zu dunkel gemalt habe oder so. Ja, damit kann man noch ein bisschen ausbessern. Als nächstes kommen wir dann eigentlich zum Highlighting-Teil. Dafür verwende ich von Catrice, alles Catrice heute, die Camouflage mit so einem Pinsel. Da gehe ich ein bisschen rein und ziehe die untere Linie meiner Augenbraue nach. Also ich gehe unter der Augenbraue entlang, dann wird es ein bisschen gehighlightet und es kriegt auch ein bisschen eine präzisere Linie. Finde ich auch sehr, sehr schön. Das ist eben besonders cool, weil man vielleicht ein kräftigeres Augen-Make-up dazu trägt, dass die Augenbraue auch gut definiert ist. Und das Highlight an sich, also das glitzernde, schimmernde Highlight, mache ich mit dem hier, der Mary Luminizer. Den habe ich noch nicht so lange, aber er ist jetzt schon mein absoluter Liebling. Das ist eben so ein goldener Highlighter und da gehe ich mit so einem zugespitzten Pinsel hinein und setze das Highlight unter den höchsten Punkt der Augenbraue und ein bisschen unten entlang an der Linie eben. So schnell kann es gehen und ich bin froh, dass ich mich nicht allzu lange aufhalten muss mit meinen Augenbrauen. Ich bin mittlerweile relativ zufrieden mit denen. Sagt mir auf jeden Fall, wie gefallen euch meine Augenbrauen und bitte seid nicht zu vernichtend. Ich weiß, beim Thema Augenbrauen, da
scheiden sich die Geister. Das ist so. Da hat jeder so seine eigene Meinung, seinen eigenen Geschmack. Aber sagt mir mal eure Meinung zu meinen Augenbrauen. Ansonsten schaut super gerne bei mir auf Instagram vorbei. So heiße ich da. Und wenn ihr wollt, guckt doch auch mal bei uns, also bei Vicky und mir, auf Snapchat vorbei. Da sind wir zurzeit super aktiv. Wechseln uns jeden Tag ab, wer snappt. Und ja, haben wir ganz, ganz viel Freude und Spaß dran. Also guckt da gerne mal vorbei. Und natürlich lasst meinen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss!